Alles klar, das ist nämlich ein Spree-Intro. Six at him for sure, tonight. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Clanstreife mit Benny. Hallöle. Dem Nico. Hallo. Jan. Bast, merk ich mal. Und Marius. Hallo. Jan ist gerade nicht da, scheinbar. Du. Was ist ein Mongo? Ja. Toll. Ja, auf jeden Fall fahren wir wieder ein bisschen Streife. Marius ist der Verbrecher dieses Mal, glaube ich, irgendwie. Ja, gerade für den Moment ist der Marius Verbrecher. Genau, und... Vielleicht fühlt sich Jan das ja als Rayleigh angesprochen. Nein, Rayleigh? Der ist gerade gemutet. Achso, okay. Ja, die haben TeamSpeak gerade minimiert, deswegen. Ein Thaddeus? Ja. Geil. Ja, wir spielen als Sheriff. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso? Weil wir hier in Compton sind und in Compton fährt man als Sheriff. Alle Einheiten von Six Lincoln 10, ich bräuchte sie dringend. Autopia Parkway Anhaltung. Ah, das sind wir. Schwarzen Sportwagen. Der Fahrer ist bewaffnet, hat mich noch nicht bemerkt. Six hat einen Fall verstanden, ein Road Code Free. Six Lincoln 7 verstanden, oder wie? Ist ja Glück, dass wir gerade in der Straße sind. Boah, der Regen. Ja, ist krass. Oh, man kann nicht mal richtig bremsen, das ist so katastrophal. Bei fast nur 100. Ach so, na dann. Ich fahr doch nicht 100. Ich fahr fast nur 100. Ach so. Wo bist du? Hier ist die 1050 an, das ist der Leiche. Oh! Oh shit! 1050. Alter, was machst du? Ein Controller spackt gerade, ich muss wieder mit der Ding fahren. Ja, ja. Jetzt riecht mir den ganzen Regen ins Gesicht, ey. Tolle Windschutzscheibe. Aha, okay. Wieder hast du noch eine im Kofferraum gehabt, ne? Ja. Immer. Kollegen ist jetzt gerade vorbei, kann das sein? Ist das den ich denke? Ich bin noch am Weg. Da vorne, da geht er. Ja, dann nimm ihn fest. Hallo. Ja, so. Sir, bleiben Sie stehen. Sir, bleiben Sie stehen. Oh Gott, die Autos, Alter. Sieht aus wie ein Selbstmörder. Was? Wir haben ihn getasert. Ach du Scheiße. Liegen bleiben. Alter, die Straßen. Aber es klärt auf, keine Ahnung. Bleiben Sie stehen. Alter, Achtung, da ist Wasser, ne? Ich will da nicht reinrutschen. Bitte, der lässt sich überhaupt nicht aufhalten. Vorsicht! Nicht ins Wasser tasern. Hast du die Ja, okay, passt eh. Oh, come on. Guten Tag. Der hatte vorher noch eine Schrotflinte bei sich. Oh, okay. Sir. Liegen bleiben. Ja, wollt ihr noch tasern? Der will nicht. Ist Marius eigentlich? Komm her jetzt. Ist mir nicht. Wenn sich mein Game nicht die ganze Zeit aufhält. Nein, das ist nicht Marius. Der möchte nicht stehen bleiben. Probieren wir es mal anders. Zurück. Oh Mann. Ja, wir müssen nach den harten Mitteln greifen. Ja, ich pack meinen Penis aus. Aufpassen, sorry. Aufpassen, Kollege. Oh, I got Kollege, one too. Hey, watch it. Ich rette ihn, Vorsicht. Boah, ich gebe mir meine Schwere. Rette ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, danke. Ist ja noch einer reingefallen. So. Oh, jetzt bin ich ganz nass, ich fahr zurück. Ey, wir müssen den Dissenter da oben mal, hier, oh, ne? Nein, er möchte nicht haben. Oh fuck. Naja, genau, da kann man hochklettern, Alter. Sportlich, wie sonst was? Oh. Beautiful Force, zurück, stehen bleiben!
Ja. Ja, wir haben mir wieder so hochgeschafft. Mit meiner Weste geht das nicht. Doch, doch. Meinst du, ich schaff's da rüber? Ich hab zufällig irgendwo da einen Sprung geschafft. Ich weiß, jetzt fragen wir nicht. Ja, da. Ich einfach F2 und tu dich ein bisschen mit Q hochboosten. Das funktioniert schon. Ne, da hinten geht's hoch. Oh. Da mal zurück, wo ist denn mein Kollege? Oder auch nicht. Mein Kollege, der Kollege, warte mal. Der Kollege ist ganz legitim hochgeklettert. Ne, ich schreib das schon, ihr könnt's fahren. Was, danke. Okay. Aha, das Auto steht auch da. Ja. Turismo? Ja, mit dem ist okay. Er geflohen. Lol. Marius, war das dein Auto? Nee. Komisch. Hast du keinen Sportwagen gespawnt? Ich bin noch nicht mal drin, weil mein Game gerade irgendwie dreimal hintereinander abkratzt. Warte, es war aber keiner im Spiel drin, außer wie viel. Was? Vor allem war das war auch Michael irgendwie. Ja, aber. Ganz komisch. Seid ihr was? Wer hupt denn da ständig? Seid ihr was? Ja. Weißt du, was witzig wäre? Was denn? Hallo, nicht hier die Autos modifizieren, ja. Jetzt macht auch noch Sachen kaputt, man hat es ganz genau gehört. Six Lincoln 7 verfolge einen Mini-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit, befinden sich zurzeit auf der McDonald's Street. Das ist Six beim Lincoln Compton Court. Sir? Sir, geht's Ihnen gut? Sir? Hallo? Six hat einen Vorhang rot. Sir, Sie sind mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Sir, bleiben Sie bitte stehen. Sir, bitte hören Sie auf. Oh Gott. Sir. Beruhigen Sie sich, Sir. Beruhigen Sie sich. Gibt's ein Problem? Beruhigen Sie sich, sonst werden Sie getasert. Wenn Sie mir näher kommen, denn so scheiße. Okay, Person. Bleiben Sie liegen. Halten Sie Abstand. Halten Sie Abstand. Zack. Bleiben Sie da, wo Sie Handschellen. Sind. Handschellen, zack, zack. Wegen aggressivem Verhalten festgenommen. Und wegen Gefährdung des Verkehrs. Ein Problem oder was, ne? Okay, komm, steig ein. Ich park mein Auto. Kollege, nimm mit. Let's get moving, okay? Hey, was kommt, Teamspeak? Jo. So, wir nehmen Sie mit ins Fahrzeug einsteigen. Kommen Sie zu mir mit. Gehen Sie mir bitte nach. Ja. Ich nehme Sie jetzt am Arm und wir gehen jetzt zum Auto. Pack mich nicht an. Pack dich jetzt an, du hast Handschellen drauf. Bleib stehen. Und mitkommen. Nach hinten. Oh, aua. Aua. Gekommen ist mit und lachen ist nicht so deppert, ich sagen. Gucken Sie mal, wie dumm Ihr scheiß Kollege ist. Okay, ich kann doch nicht mal laufen. Ey. Herr Kollege, nehmen Sie bitte den Arm und bringen Sie ihm hinter das Auto. Ja. Kommen Sie mit. Lernen mal laufen. Ja, gehen Sie auf die andere Seite. Gehen Sie auf... Nein. Nein. Kommen Sie mit. Puh, knapp. Boah, das war knapp. Gehen Sie auf. Steigen Sie hier ein. Du schafft das selber, ne? So. Ja. 674, 1015 und 1019 to station. Fuck you. Ja, danke, verstanden. Hätten dein Fahrzeug bitte von der Straße ran, wenn möglich. Dann. Soll ich kurz machen? Nein, das mache ich schon. Also. Okay. Was ist denn jetzt Ihr Problem? Wieso nehmen Sie mich hier mit? Ja, weil sie hier Straßenlaternen zum einen kaputt machen und zum anderen die Geschwindigkeitsgrenze überschreiten. Was denn für eine Geschwindigkeitsgrenze? Sie dürfen nur 50 km/h fahren in der Innenstadt. Ich war nur 50, haben Sie Beweise? Ja, meine Kamera, die gerade aufzeichnet ja? Im Auto. Okay, möchte ich mir gleich angucken, ja? Ja, ich kann Ihnen gerne die Aufzeichnung Ja, will ich nachlegen. Ja, die Aufzeichnung können Sie gerne sehen, wenn Sie Einspruch... Ah. Gegen ihre. Ja, also wenn sie ich werde sie verklagen. Freiheitsberaubung. Ja, aber kurze Frage, nur rein aus Logik. Wie haben Sie denn sonst einen Unfall gebaut? Ja, auch mit 50 kann man Unfälle bauen. Gott, ja, gut, aber da müssen Sie echt schon. Ja, dann müssen wir da einen Alkoholtest machen. Nee, lassen Sie das mal lieber. Ja, wir werden auf der Wache alle nötigen Mittel treffen. Wir bringen das mal auf die Wache. Dort wird dann das Restliche gemacht. Wenn Sie mit dem Urteil nicht zufrieden sind, können Sie gerne einlegen. Ja, ich lege ganz kurz die Aufzeichnung in der Wache. Ja, die wird dann vor Gericht. Platz auf Dropbox hoch.
abgespielt, falls es nötig sein wird, aber der Richter wird schon zugunsten der Polizei entscheiden. Ja, ich habe vielleicht ein, zwei Bier getrunken, das war alles. Ja, aussteigen bitte. Ja, ja, hängen Sie mal eine Null dran. Mitkommen, habe ich gesagt. Wo laufst du denn hin? So, ich gehe mir nach, der Kollege hat sie am Arm. Kurz den Koffer raus. Also, sie laufen auch nicht mehr ganz so fit, wenn ich das mal sagen darf. Was, Junge? Ich lauf wie ich will. Ja, das merke ich. Six Linken Tank, Hut 6. So, da rein. Kollegen kümmern sich jetzt um sie. Gut. So, Daten, hier haben sie die Papiere. Also, bla bla bla. Und ja, ja, Aufzeichnung abgegeben. Bla bla bla. Zur Aufgabe. Und im Moment. Junge, ich bin eure Aufgabe oder ich mach. Ja. Zu eurer Aufgabe. Geiler Move, Herr Kollege. Oh. Der war so geil, dass er keinen Bock hat einzusteigen. Bist du im Knast, Geschleckte? Alter, nein! Ah! Geh weg! Ich kann da nicht einsteigen! Ah, jetzt! Ja, dann manchmal geht's mir durch, weißt du, da hab ich das Bedürfnis, ein Polizeiauto zu fahren. Hier ist 6 Lincoln 7, illegale Prostitution bei der McDonald's Street. Bräuchte Unterstützung. 6 hat er im Vorso verstanden, sind auf dem Weg. McDonald's Street ist also der Kasse eben hier. Ja. Der eine macht Schranken kaputt. 6 Linken 7 von 6 Linken 10. 6 Linken 7, hört. Ja, ein Tipp vom Supervisor, wenn Sie die Prostituierte mit der Taschenlampe kurz anleuchten, hört sie damit auf. Wie so Tiere behandeln. Ja, ohne Spaß, wie so ein Tier, ey. Alter, da. Six, Adam, nein, auch Mann! Wieso werde ich immer umgefahren? Wenn du auf die Straße gehst. Ja! Ja. Ey, sie rennt weg, sie rennt weg. Oh, Flüchtung. Flüchtung, voilà. Verfolgung. Bleiben Sie stehen! Oh, wir brauchen EMS an unserer Location. Verletzte Person. Verliert Marmelade. Boah, der wäre eigentlich ganz fesch, ne? Von hinten schaut's überhaupt gut aus. Nee, Drecksack. Passt, nehme ich mit in den Kofferraum. Alter. Ah, komm mal, EMS kommt. Jungs, ich schaff das. Ich schreibe mal kurz nochmal auf die Daten. Vielleicht habe ich einen Ausweis gefunden oder so. Moment. 6 Linken 10 fährt weiter. No way! Meine Tür! Achtung, da stimmt eine Angehörige auf dich zu. Was? Was? Oh! Kollege! Bleiben Sie stehen! Mensch! Komm schon, ich komm schon! Was sollte das? Wieso rennen Sie? Oh, ich glaube, wir haben noch eine verletzte Person. Eraser. Ja! Ja! Die! Ja! Wo sind sie? Wo ist denn jetzt hier? Ah, der da mit seinen komischen Marmigläsern da. Wurscht, fahr mal. Jo. Nein, Moment. Jetzt steigt. Wohin läuft der jetzt? Welches Auto? Ach, das da hinten möchte er klauen, natürlich. Ja, hallo. Ich ruf sie an. Ich habe hier ein Problem und zwar, ich stehe hier an der Near Strawberry in der Vespucci Boulevard. Da ist ein Hochhaus und da oben steht eine Frau in einem Kleid und ich weiß nicht, was sie vorhat. Ja, guter Mann, Sie haben hier beim Sheriff's Department angerufen. Das ist Aufgangsgebiet vom LAPD. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer gewählt. Okay. 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 Wir sind wieder dort nicht zuständig. Auf Wiederhören. Macht er da rechts? Weiß ich nicht. Nazi sein. Hat er vielleicht gerade eine Prostituierte mitgenommen? Machen wir gleich. Schauen wir uns mal an.
Da, ich leuchte mal rein hinten in seine Haare. Sie schaut nicht so aus. Fahr mal neben ihn. Der Frau? Nee. Hm. Naja, sie macht ja nichts Verdächtiges. Nicht. Eine andere Sache, die mir nicht gefällt. Kennst du meinen patentierten Trick? Einen patentierten Trick? Moment. Nee. Jetzt kommt's. Ah, jetzt sieht's, Mensch. Beruhigt. Oh Gott, Schatz feiert. Schatz feiert an Officer Jameson Street, 11-11. Ja, ah, shit. Ich muss in Deckung gehen. Zu 6, Adam 4. Bleibt aber stehen, ich möchte in Deckung gehen. Oh Gott. Oh shit. Nein, nicht den Taser. Six Lincoln 7 ist auf dem Weg. Oh shit, Shots fucking fired. Shots fired. Oh fuck. Beide Richtungen. Oh Gott. Alter. Da, Deckung mit den Autos. Und mal hinter uns an! Oh Gott. Ah! Schnell! Oh nein, bitte nicht. Code 4. Suspects down. Checkt noch kurz. Alter, wir brauchen EMS an unsere Location. So 1-2. Ach du Scheiße, sind alle Orte. Das ist eskaliert. Dein patentierter Trick war super. Da hinten kommt noch einer. Lol, Shots fired. Ja, ich hab gedacht, das funktioniert. Er hat auch funktioniert. Hat auf richtig auf die Goschen gehört, aber dann. Ja, das war dann nicht so witzig. Six Lincoln 7 geht wieder in einem Gebiet. Ach du Scheiße, ey. Na, die Tür ist weg. Jetzt sieht's, Mensch. Six Lincoln 7 muss kurz ein Auto reparieren. Ich zähl dann vor, wir müssen eben kurz mal ein Fahrzeug reparieren. Wir haben platten Hinterreifen. Alles klar, das ist nämlich ein Spree-Intro. Six at him for Schwarz Tenet. Das sind richtig geile Geräusche. Weißt du, du kannst auch echt alle Geräusche machen, das ist so krass. Du bist der Einzige, den ich kenne, der echt so ziemlich alle Geräusche in der Umgebung imitieren kann. Ich finde, ich konnte früher gut die Sirene nachmachen, aber dadurch, dass es jetzt in den Stimmbruch kam, ging es ein bisschen in den Ohr. Ja, vor 2 Tagen. Ja, jetzt kannst du irgendwelche Flugzeuggeräusche machen und ich repariere ein Autogeräusche. Das ging früher alles noch so schön. Naja. Ne, das klingt eher wie ein Vogel, Tamamo. Wie der Vogel, der abgestürzt ist. Ja. Das klingt halt echt, als wenn das am Boden so. Anpirschen. Wow, ich bin enttäuscht von dir. Die haut immer so witzig hin dabei. LOL, hab ich doch gerade. Oh fuck. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Da ist nämlich so ein Helikopter abgestürzt und der ist mega tief geflogen gerade. Der ist, wenn du jetzt hier geradeaus dann links fährst. Hubschrauber, glaube ich. Abgestürzte Hubschrauber. Aber ich hab das schon gedespawnt. Ja.
Hier ist 6 Lincoln 7, bin gerade am Warten des Flugzeugs. Standort. Flugzeugabsturz, ach du Scheiße. In uns, Innocent Boulevard. Ja. 10-4, 6-7-4 und 7. Ach du Scheiße. Oh nein! Oh, oh, auf den Kopf! Aufpassen! Oh, das sind coole Bilder. Erinnert mich irgendwie an LSPDFR. Die haben ja auch so welche so. Ja. Komisch, dass die lackierten Stellen hier nicht irgendwie. Na, Bernie, macht Spaß! Mit seinem orangen Stick rumzuwedeln. Erstmal Bild machen. Nein! Habt ihr gerade nichts Besseres zu tun, als mich zu hören, wenn ich den Verkehr regeln posten? Das ist wahrscheinlich wie beim LAPD vor, erst bei den Kollegen aus Lachen, der mit einem Stick rumwedelt. Hm. Ja gut, können wir nicht viel machen. Sind wir nicht wirklich für zuständig. Direkt von unserer Wache. Sind wir trotzdem nicht für zuständig. Ey, bleiben Sie bitte mal hier, ja? Nein! Kollege! Hallo! Ey! Bleiben Sie bitte vom Einsatz und weg. Das ist mein Sohn! Das Flugzeug ist Ihr Sohn? Ich bezweifle das. Haben Sie Objektsexualität? Bauen bitte mal den Watch Commander hier drüben. Er ist eine verstörte Person. Bleiben Sie bitte mal da und gehen zu der Straße und nicht ins Hallo! Ey! Hallo, Kollege! Wir wollen doch hier keinen, nicht noch einen Einsatz hier haben, oder? Wenn Sie mal so nett wären. Grüße, sind Sie nicht der Millionär Dan Brazilian oder wie der heißt? Ja, ich bin Millionär. Ah, aber mein Sohn, der war auf dem Flugzeugausflug und. Nein! Hi, Kollege! Sir. Beruhigen Sie sich! Sir, beruhigen Sie sich! Brauchen Sie vielleicht einen Rettungsdienst? Nein, das geht schon! Erstmal eine Raucherpause. Bernie, du bist nicht Basti. Sir, beruhigen Sie sich! Kommen Sie mit, wir brauchen mal Ihre Daten. Ich brauche einen Dativ. Hier, Suspect down. Okay. Hä? Keiner hat was gesehen, alle gehen weiter. Ist nichts passiert. Kann es sein, dass er Zauberer ist? Krass. Junge, ich bin Magier, ja, von meinen Millionen kann ich mir alles kaufen. Ich hab Magie. Hallo Herr Officer, würden Sie bitte aufhören mit dem Fernglas die Leute anzugucken? Was ist jetzt, ey? Okay. Das ist sehr unfreundlich, du. Ja. Clear the scene. Warte mal, mach mal das. Six at the Vorschuss, Tenet. Schieb mal das Frack nach vorne, bitte. Sollen wir es nicht einfach liegen lassen? Abschlepper kommt doch bestimmt. Ja. Er hat nicht genug Kraft. Ah, passt doch. Ja, guck mal. Muss reichen für die nächsten Stunden, bis da mal jemand kommt. Hier ist 6 Lincoln 7. Verfolge gerade einen Abschleppwagen, fährt über alle roten Ampeln. Wir befinden mich gerade auf der Donald Street. 674 verstanden, bin am Weg zu Ihnen. Sir, stehen bleiben. Sir, rechts ranfahren. Ach du Scheiße. Fahrzeug hält an. 674 Disregard, Fahrzeug hält an. Abverfolgung abgebrochen. Sollen wir nicht da bleiben als Unterstützung? Es ist kein Fanny-Stop, deswegen nein. Auch nicht 10 Einheiten dort stehen, wenn der Fahrer anhält. War noch keine, ich möchte gerne Ihre Hände auf dem Lenkrad sehen. Ja. So, Motor ist wahrscheinlich abgeschaltet. Oh, fuck. So, könnte ich mal bitte Ihre Personalien haben? Ja, da muss ich aber kurz da reingreifen. Ja, ja, nur bitte mit einer Hand. Die andere okay. Auf dem Lenkrad. Ja. Nico, bist gerade raus. Fuck, warte, ich muss kurz. Sir? Warte! Sie haben nichts gesehen. Officer, so bitte schön. Sir, haben Sie einen Waffenschein?
Ja, habe ich auch. Den möchte ich gerne sehen. Hinten im Kofferraum. Gibt hier keinen Kofferraum. Doch, doch, doch. Gehen Sie mal nach hinten, gucken Sie nach. Da steigen Sie mal bitte aus. Oh, muss das denn jetzt sein, ja, Mann? Das immer muss so sein. Umständlich. Ich muss jetzt bitte durchsuchen. Was haben Sie denn da in der Hand? Ja, ja, das ist ein Taser, nur für meine Sicherheit. Was denn für sich? Ey, verpiss dich mal! Six Lincoln 7 bräuchte Unterstützung. Ihr könnt es gleich ausatmen. Six Adam 400, Kotsu. Hi. So, Sir, bleiben Sie ja, bitte. Ja, also Sie strecken jetzt Ihre Hände und. Ja. Hier, genau. So. So, ich sehe, wie ich sehe, haben Sie eine Waffe bei sich. Nein, stimmt nicht. Doch, das habe ich eben gerade gesehen. Ach, scheiße. So, haben Sie einen Waffenschein? Ja, ja. Ja, wo ist er denn bitte? Ja, zu Hause. Six Adam 4, kurz Six. Die Waffe ist in meinem Handschuhfach. Okay, dürfte ich mal Ihre Waffe mal ganz kurz, händigen Sie mal bitte Ihre Waffe aus, ganz kurz. Ja, ja, klar, hier. Da, hier, sehen Sie, ne? Ja, ja, cool. Ja. Guten Tag. Ja, hier, ne? Sir, warum ist Ihre Seriennummer durchgestrichen? Das ist hier eine illegale erworbene Waffe. Wir müssen Sie leider das hier festnehmen. Doch, Ich kann Ihnen auch einfach die Waffe geben und Sie lassen mich weiterfahren, Mann. Ich habe einen Waffenschein, der liegt zu Hause. Nein, Sie haben keinen Waffenschein. In meinem Safe. Doch. Warum ist die Seriennummer durchgestrichen? Wissen Sie, wo ich diese Waffe hierher habe? Ey. Wissen Sie, wo ich die her habe? Schenken Sie bitte ein. Geben Sie mir mal bitte her. Ach so, ja, hier, bitteschön. So, die Seriennummer. Wissen Sie, wo ich die Waffe her habe? Ja, woher? Im Ammunition Shop an der Adams Apple Boulevard gekauft, ja? Aha. So. Genau. Da ich hier, gucken Sie mal, ich bin Abschleppwagenfahrer, ja, ich habe sehr oft mit betrunkenen Fahrern zu tun und allem möglichen Scheiß. Und zu meiner eigenen Sicherheit habe ich mir da eine Waffe geholt. Ich habe auch einen Waffenschein, der liegt zu Hause, passen Sie auf, hinter dem Auto. Sie können gern mit nach Hause kommen, ich zeige Ihnen den. Was mit der Waffe? Ey Junge, jetzt schiebt der da auch noch Stress, ey. Ja, bevor wir das machen, gehen Sie mal bitte auf den Gehweg. Alle, wir verlagern das Ganze mal bitte am Gehweg. Dann überreden können, danke. Das wollen die Verkehren wieder in Bewegung bringen. Gucken Sie mal, es ist helllichter Tag. Wieso haben Sie eine scheiße Taschenlampe? Ja, wir wollen nur sicher gehen, dass wir hier alles bei Ihnen sehen können, weil Sie haben eine Waffe und da sind wir immer sehr vorsichtig. Bleiben Sie bitte mal stehen. Ist auch ein Schaden, so, ey. Jetzt erklären Sie mir mal bitte, warum Ihre Seriennummer durchgestrichen ist. Keine ist Ahnung, fragen lesbar. Sie Gott, Mann. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Das ist aber ein Indiz, dass die Serie... Das ist nicht mein Problem. Reden Sie mit dem scheiß Penner aus dem Ammunition Shop. Ja, dann müssen wir leider Ihre Waffe beschlagnahmen. Ja, dann nehmen Sie die scheiß Waffe doch. Dann kaufe ich mir eine neue. Okay, geben Sie mir bitte... Ich schreibe ganz kurz Ihre Daten auf. So, falls... Mein Ausweis habe ich nicht dabei. Wie, Sie haben ihn nicht dabei? Ja, Ihr Führerschein haben Sie ja. Ja, dann schreiben Sie den Scheiß halt ab, Mann. Okay. Boah, pissen Sie mich nicht an, ey. Ja. Meine Beleidigung Fresse, eines Beamten ist auch eine Straftat. Ist doch nicht zu glauben, ey. Langsam rechts. So. So, Sie können jetzt gerne weiterfahren, falls wir irgendwelche Probleme noch haben. Greifen wir auf Sie zurück. Ja, Probleme. Dann können Sie mir mal bitte von den Ammunition Shop, von dem Sie behaupten, die Adresse geben. Ja, kann ich machen hier. Das war die der Adams Apple Boulevard. Und den Müll entsorgen wir das nächste Mal auch bitte in den Mülleimer, dann, ja? Dann fahren können wir Sie mal selber gerne, machen, ey. Ja, wir fahren dann gerne bei diesem Ammunition vorbei und dann sehen Sie wir sicher? Weiter. Ja, ich bin mir sicher. Nö. Hören Sie auf, meine Fresse zu rauchen. Nö. Da legen Sie bitte die Zigarette weg. Bürger dieses Landes, ich mach was ich will. Nehmen Sie bitte eine Weile die Zigarette runter oder werden Sie vorläufig festnehmen, wie die Sitzung der Staatsgewalt. Gut, daher, Sie haben die Ansetzung jetzt verstanden. Wir haben eine illegale Waffe mit sich geführt, egal was die erworben haben. Die Seriennummer ist nicht nur für mich mit der Tätowierung. Ich habe die legal erworben, das ist nicht mein Problem. Sie müssen sich vor dem Kopf über... Ich zahle einen Scheißdreck. Lassen Sie mich ausreden, dann lasse ich Sie ausreden. Sie haben diese Waffe erworben, haben aber Sie müssen darauf achten, wenn Sie eine Waffe erwerben, dass diese Nummer auf der Waffe registriert ist, bzw. dass die Waffe lizenziert und auch genehmigt in den Vereinigten Staaten ist. Wenn Sie diesen Regeln nicht nachkommen, bzw. wir diese Sache nicht überprüfen, sind Sie selber schuld, wenn Sie eine illegale Waffe mit sich führen. Dann will ich Anzeige erstatten gegen den Typ da. Sie können dann gerne Anzeige erstatten. In erster Linie werden Sie hier beschuldigt, dadurch, dass es Ihr Fehler war, dass Sie das Ganze überprüft haben, weil Sie der Besitzer der Waffe sind. Dass dieser Herr illegal Waffen verkauft hat, dem kann man natürlich auch nachgehen, aber in erster Linie werden Sie jetzt mal vorläufig eine Strafe bekommen, Ihre Waffen wird Ihnen abgenommen und die weiteren Sachen werden über Gericht geklärt. Schon gut, komm, jetzt leck mich und lass mich alleine. Ja, Sir, also erst einmal den Ton zügeln, fahren Sie mit Ihrem
Abschleppwagen jetzt weg. Ah, ich verpiss mich jetzt, ey. Einfach gehen. Einfach weiter. Ich hätte den Info schon was. Tornado gern. Der was, Florian. Ja, das, lass mal weiter in Ammunition vorbeischauen. Florian? Ja, bei der Arbeit. Okay. Wo war das nochmal, Marius? Adam? Adam Apple Boulevard oder so? Adams Apple Boulevard. Das ist unsere Aufgabe, Rayleigh, lass mal die Detectives machen, wenn wir hier haben. Der fährt aber ein bisschen arg. Da, ohne Witz, naja. Eben gerade die Hupe hat sich angehört, als würde jemand kotzen. Ja. Falls du reinkommen willst, Florian, du kannst gerne bei Rayleigh noch mitfahren. Wir haben noch ein freies Fahrzeug, wo du mitfahren könntest. Ja, ich versuch's erstmal zum Haus zu kriegen. Okay. Hören Sie mal auf mein zu rufen, Gott, bitte. Ey. Aha. Was sollen wir den vielleicht mal mitnehmen? Ich würde sagen, wir machen mal Alkoholtest, oder? Ja, wenn er sich noch was leistet, ziehen wir raus. Nico? Ja. Nico ist immer da. Der hat irgendwie einen Gamecrash gehabt. Ich habe eine Frage an euch, wie kann man einen Topf Nudeln anbrennen lassen? Oh, keine Ahnung. Tu kein Wasser rein. Ja, also Wasser muss da mal drin gewesen sein in dem Topf. Danach muss es eine Stichflamme gegeben haben. Ah. Tu ein bisschen Wasser rein und lass den Herd an übernachten. Am nächsten Morgen hast du gebrannte Nudeln. Ja, gut. Also der Typ hat jetzt auf jeden Fall durch die Nudeln keine Wohnung mehr. Geil. Finde ich gut. Benny, du hast ja, glaube ich, den Feuerschein gesehen, den ich auf der Ferne fotografiert hatte, ne? Ja. Das war nur eine Wohnung. Ha, das ist immer noch das Frag. Mit der Abschleppwagen fahre ich total unruhig. Er hat die ganze Zeit die Sirene an. Ich sende vor für deine Verkehrsintrolle noch mal im gleichen Abschleppwagen durch, keiner wird dann benötigt. Da im Fahrzeug sitzen bleiben. Wollen Sie mich verarschen? Mach die Tür auf, geh in die Tür, Racer. So, ja, bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Nein! Was ist denn Ihr Problem? Sitzen Sie im Fahrzeug? Haben Sie keine Hobbys oder ja. So? Ich geb Backup. Meine Fresse, ist doch kaum zu glauben. Steigen Sie langsam aus dem Fahrzeug aus. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? So, treten Sie 2 Schritte vom Fahrzeug nach links, bitte. Was ist denn Ihr Problem? Stehen bleiben. Umdrehen. Stehen bleiben. Was ist Ihr scheiß Problem? Haben Sie einen Schaden, Mann? Was fällt Ihnen ein? Ey, lassen Sie das! 1050, 674, 1050 und 1090. So, jetzt erklären Sie mir mal, was das soll, Mann. Das ist ja von festgenommen. Ja, warum? Mit am Gehweg, ich nehme es mal am Arm. Nee, warum? Kommen Sie mal mit hier, dass wir nicht den Verkehr hier beeinträchtigen. Ich habe Sie vorher angehalten aufgrund der illegalen Waffe und habe gesagt, sollen Sie von vorsichtig fahren. Wird Sie Ihre Verkehrsweise analysiert, Sie fahren nicht gerade vorsichtig. Hab ich einen Unfall gebaut? Hab ich jemanden? Bleiben Sie bitte mal stehen. Hat hier nichts mit einem Unfall zu tun. Es ging darum, dass sie sich nicht sicher im Verkehr verhalten und wenn sie so weitergefahren wären, hätten sie einen Unfall provoziert. Was hab ich denn gemacht? Erstens, sie haben einen Wille von der Ampel weggezogen, die Art, wie sie gefahren sind. Hey, ich hab vielleicht ein bisschen zu schnell beschleunigt, dabei sind die Reifen ein bisschen durchgetreten, dann bin ich rechts rum. Ja, schön, gucken Sie mal, die Straße ist doch komplett leer, ja, aber sie sind doch komplett aggressiv, so können sie überhaupt nicht Auto fahren, so wie sie jetzt gerade drauf sind. Das sagen Sie mir, sind Sie Psychologe oder was? Nein, aber sie schreiben mich an, ja, so gehe ich davon aus. Gut, der Herr, wir nehmen Sie jetzt mit auf die Wache. Nein! Doch, Sie kommen jetzt mit. Nein. Kommen Sie bitte mit. Und wie Sie ich mitkommen kann auch nach Hause werden. Laufen, ich brauche Sie nicht. Und mein Auto festgenommen. Ich auch nicht. Dann nehmen Sie mir die scheiß Handschellen ab. Sie kommen jetzt mit. Wollen Sie mich verarschen? Nein. Bailey, möchtest du ihn mitnehmen? Drecksbulle. Nein, danke. Das schreibt mich dann noch mehr. Doch, ich gehe hier mit Ihnen. Das ist ein schöner Spaß. Ja, guck nicht so hässlich. Drecksbulle. Hinten einsteigen. Junge, du wirst noch leiden, das schwöre ich dir. Junge, deine Mutter wird leiden, ey. Drecksbulle!
Ich brauche noch einen Abschleppwagen. Für einen Abschleppwagen. Du musst ja dranhängen an. Oder? Nee. Ich fick die ganze Bullenszene. Beruhigen Sie sich bitte. Halt, fick deine Szene aus. Sag mal, hast du ihm die Waffe abgenommen? Wurde schon beschlagnahmt vorhin, ja? Achso, stimmt, ja. Auch müssen. Genau. The fuck? What the fuck? Motorradfahrer, super. Warte mal, ich komm zu dir. Ja, perfekt. Du musst. Ey, warte, ich geh auf der anderen Seite rein. Ja. So. Perfekt. Hast du bitte gemacht? Ich wusste nicht, dass die Szenarios nicht funktionieren, wenn ich hinten drin sitze und dann rauspacke. Ja. Ey, das hab ich. Ey, was? Ey, ich zeig sie an. Die kleinen Wichser sind überall. Was ist das für eine asoziale Scheiße? Ja, ja, komm Sie, Sie können mich mal am Arsch legen. Was soll das denn? Was ist das für eine asoziale Scheiße? Mich ziehen Sie raus, weil ich ein bisschen zu schnell Gas gebe, aber Sie fahren hier quer über die Kreuzung, Mann. Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Aber ich habe das blaue Licht an. Ja, ist mir scheißegal, Mann. Hier nutzen Sie Ihre Rechte aus, Mann, nur weil Sie ein scheiß Bulle sind, oder was? Nein, habe ich nicht. Ich bin dafür autorisiert. Ja, Sie sind autorisiert für einen Scheißdreck, ey. Dafür autorisiert mir einen zu blasen. Steigen Sie aus. Beruhigen Sie sich erstmal. Guckst du jetzt, Junge? Willst du eine Schelle oder was? Ja, Sie haben noch Handschellen an. Ich kann dir mal fett gleich eine klatschen, wenn die abstimmen. Da, wenn du über Straßen gehst, doch hin, Digga. Wenn Sie jetzt nicht aufhören, kriegen Sie es mit mir zu tun. Oh mein Gott, bin ich einfach tot. Nice. Sag mal, bist du jetzt ehrlich davon gestorben? Ja! Ja, das war jetzt nicht meine Absicht. Kannst du den Bericht erwähnen, gell, Rayleigh? Ja. Er ist bewusstlos. Ja. Aber ich hatte keine andere Wahl, er hat sich aggressiv genommen. Da hinten läuft eine Frau aus, siehst du die Frau da laufen? Er wollte nicht auf meine Dings da hören, wo? Ich musste halt zugreifen. Ah, jo. Ja. Er ist unglücklich gefallen. Ja, genau. Krass. Hauen wir mal kurz nach, vielleicht können wir mit dir reden. Vorne läuft auch jemand. In den Verkehr rein, na super. Durch ihn, ne? Wollen wir Trick 17 machen? Ne. Komm, Bell, ich juck's doch in den Fingern, oder? Ja, und zwar richtig. Ein patentierter Trick hier. Ist doch die andere Tür, oder was? Wow, das erste Mal, ich den Kinder-Server in der Server-Sekunde. Ja. Nicht bei anderen Menschen, bei der Flücht. Was ist denn los bei Ihnen? Stehen bleiben! Frau! So, stopp! Bleiben Sie stehen! Ich deckel Sie zu Boden, Moment! Oh Gott! Aber keine Schweinereien, bitte! Deckel! Ja, nochmal! Hey, ihr läuft immer noch! Ich hab Sie! Nein, ihr rennt immer noch! Benny, kannst du bitte wieder. Hier, ich bring sie mal eben an. So. Ja. Ja, wenn ich laufe, muss ich sie leider machen. Was kommt dabei? Ja. Also, sie laufen plötzlich bei mir anders an, Benny. So, wir sind jetzt bei einer knappen Stunde. Deswegen würde ich mal sagen. Genau. Das würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss mit der kleinen Streife. Die helfen mir sicher hier nicht, das lasse ich nicht zu. Alles klar, Belly zeigt uns kurz einen patentierten Trick. Ey, du hast einen Zivilisten umgefahren. Nein, habe ich nicht erlebt, ne? Hier ist 6, Lincoln 7, illegale Prostituierte. Beziehungsweise illegale Prostituierte mitten auf der Straße, Strawberry Avenue. Bräuchte Unterstützung? Hey, Miss, Baby. Hallo, Ben for 6, Adam von. Hallo, hi. Bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie stehen. Hä? Alles klar, den Einsatz machen wir noch. Was ist denn Ihr Problem? Bleiben Sie doch mal stehen, hier ist Prostitution illegal. Willst du mich verarschen, du kleiner Bastard? Sehe ich aus wie eine Nutte oder was? Ja, siehst du. Oh. Ja. Der hat mich mit Hey Baby. Toll, bin ich aber nicht. Ja, aber leider ist sie so angezogen. Ja, kann ich noch nichts was für? Machen Sie? Ja, was machen Sie erstens mitten auf der Straße? Ich bin über die Straße gegangen. Also ich sah was anderes. Ja, was denn?
Ja, ich sah, dass die ganze Zeit mitten auf der Straße stand. Jetzt nehmen Sie doch erstmal die Waffe runter, Mann. Was denken Sie eigentlich, wer hier vor Ihnen steht, Mann? Ich bin eine Frau. Gehen Sie von der Straße runter. Können Sie doch nicht hier so... Ja. Grob sein. Was machen Sie da? Ich bin mit einem Freund verabredet. Ach so, wo sind Sie gestanden? Wo ich gestanden habe? Ja. Ja, da vorne. Auf der anderen Straßenseite. Und ach bin so. Hier rüber gegangen. Weil rüber ich gegangen. Da hinten hin will. Also ich hab... Ja, ich da vorne halt. Oh, sorry. Ey. Ey, sorry. Ey, hallo. Da vorne, ich dachte, ich kann da irgendwie hinzeigen, aber das geht aha, nicht. Ne? Okay. Ja, da zu diesem Ding da halt, zu diesem Laden da hinten. Ja, ja, aber warum standen Sie eben gerade kurz 5 Sekunden mitten auf der Straße? Weil ich meinen Schuh zugemacht hab. Die ja, mitten auf der Straße. Sie haben keine Schnürsenkel. Ey! Flüchtende Person. Bleiben Sie stehen. Auto dran. Nicht tasern, dranbleiben. Ja. Bleiben Sie stehen! Achtung, geht rein auf die Straße. Oh Mann. Oh, die Donuts liegen sehr schwer im Magen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Anchillen. Okay. Was sollte das gerade? Wieso sind Sie geflüchtet? Ja, da ist sowas. Ja, ja. Will ich Ihnen aber jetzt nicht sagen. Ja, ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Danke. So, Sie kommen erst noch mit auf die Wache. Und erklären uns erstmal, was Sie hier wollten. Hast du meinen patentierten Trick gesehen? Ne, na klar, ich hab den patentierten Trick gesehen. Ja, können das mal bitte anders regeln, Baby. Da geht das Auto. Oh. Du könntest mich mal bitte bei meinem Wagen abstellen. Ja. Hallo Süßer. Ey, machen Sie nicht die Fenster kaputt, das stellen wir Ihnen auf jeden Fall in Rechnung. Nein! Tun Sie nicht. Bitte. Kann nicht raus. Oh, Entschuldigung. Jetzt. Na, du steigst ein, du hinige Kuh. Wie hast du mich genannt? Lass ihn mal aussteigen, wa? Oh! Ey, die Kuh ist bewaffnet! Was? Hat sie keiner durchsucht? Ich kann auch nicht aussteigen. What the fuck? What the fuck? Fahr schnell, wir bringen sie zum See runter. War das jetzt Trick 18 oder was? Ja! Ja, dann mach die Tür auf, sag, Mensch! Fertig! Es muss schnell gehen, da reicht nicht die Tür auf zum. Tut mir leid, also, man vergisst nicht zu kontrollieren, dass der Chef erfahren, wenn man mal. Jo, dann ist aber die Lösung halb aufgeklärt. Läuft schon wieder jemand. Egal, wir müssen. Achso, wir haben die Leiche gar nicht mehr, verdammt. Jungs, keiner hat was gesehen oder gehört. Fahr rückwärts, komm. Tricks 17. Oh, Alter, der Vorderreifen liegt bestimmt schwer im Magen, wortwörtlich. Gut, Leute, bevor jetzt hier noch ein Einsatz kommt, ich möchte die Folge gerne beenden. Genau. Wir sehen uns dann in einem weiteren Video, in einer weiteren Clanstreife, wenn ihr euch bewerben wollt. In der Beschreibung findet ihr alle Links. Aber keine rechts. Oder war scheiße, ich weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Und rein, macht's gut. Tschüss.